Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Wir sehen hier schon eine saftig knaftige Brezel vor uns. Ich freue mich sehr drauf. Bayern Freestyle von Shindy. Ich muss sagen, Geld machen jung habe ich nicht so sehr gefühlt. Als kleiner Disclaimer, ich bin jetzt kein Shindy-Fanboy, der hier alles fühlt und feiert von ihm. Bei Geld machen jung waren so ein paar Zeilen, die ich wirklich wack fand, bin ich auch ehrlich, weiß ich nicht, fand ich nicht nice, hat mich nicht gecatcht, das heißt, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst, ja, ich bin jetzt umso gespannter, aber natürlich auf den Bayern Freestyle, allgemein hoffe ich, dass bei Shindy alles wieder ins richtige Rad kommt, so, ich weiß nicht, da war ja so ein bisschen Album, Vertrag, Label, Krise, Miese, Kanal, bla bla bla, alles ein bisschen schwierig, ich hoffe einfach, der Mann ist wieder auf dem richtigen Kurs, hat alles Vertragliche und wie auch immer geklärt bekommen, wie auch immer. Und ich bin sehr gespannt. Wir hören rein. Bayern Freestyle. Lustig, weil letztens hat Moneyboy in Bayern auch einen Freestyle gekickt. Aber ich denke, das wird vom Vibe her hier ein bisschen anders sein. Boah, das hört sich ganz kurz. Es hört sich nach einem Kollega 2006, 2007er Beat an. Voll, oder? Voll. Voll diese Vibes. Boah. Boah, okay, sorry, sorry, okay, okay, sorry. Ich fühle mich in Bayern auf wie Trapattoni. Press mir ein Espresso durch die Lapavoni. Kam in weißen Schuhen aus Stuggi wie Giovanna Elba. Boah. Ich kam auf die Welt und jeder war mein Angestellter. Okay, okay, ich check's auf jeden Fall. Ich fühl's direkt auf jeden Fall ein bisschen mehr als Geld machen, Jungen, sag ich ehrlich. Allein weil der Beat so krass ist. Giovanna Elba. Ich kam auf die Welt und jeder war mein Angestellter. Ja, ich dank mir selber, mach die Ketten sauber. Ich komm mit den Anwälten von Beckenbauer. Triff mich bei MS, bei Chanel, bei Bottega. Lass ein Puffi für ein Brot auf Strich bei Feinkostkäfer. Mein Geld. Bro, ich kenne Feinkostkäfer nicht mal, aber es hört sich teuer an. Es hört sich teurer an als mein Leben, bin ich ehrlich. Also ich fühle auf jeden Fall, Beat ist 10 aus 10 in my opinion. Und bis jetzt, ich fühle den Vibe auf jeden Fall. Ich muss dazu sagen, ich bin auch FC Bayern München Fan. Deswegen so, Giovanni Elba, Franz Beckenbauer und so, fühle ich auf jeden Fall. Bei Bottega, lass ein Puffi für ein Brot auf Strich bei Feinkostkäfer. Mein Geld ist grün-gelb wie eine Maisplantage. Ich häng meistens rum in München wie die Meisterschale. Oh, okay, da solche Zeiten fühle ich halt auch als Bayern-Fan, muss ich sagen. Wie die eine Nacht in Nazareth. Plus ich ficke hart mit dem Staatsballett. Komm in meine Hut, keiner hier hat Bargeld. Plus in meiner Straße wohnt die halbe Nationalelf. 9 Uhr morgens, keiner muss was machen in meinem Büttel. Ich seh allerhöchstens Titten strugglen mit dem Dirndl. Junge Hüpfer. Okay, okay, ich würde mir halt eine Hook wünschen, die so ein bisschen nicht so laid back ist, wie die Hook jetzt sich angehört hat in der ersten Sekunde. Ich muss sagen, den ersten Part fand ich nice. Also, ich komme noch nicht 100% klar auf den Flow von Shindy, muss ich auch ehrlich sagen. Ich mag so einen sehr gechillten, langsamen Flow nicht so gerne overall einfach. Textlich fühle ich es aber. Es kommt schon krass, finde ich, auch rüber vom Vibe her. Ich werde halt mit dem Flow nicht warm. Und das werde ich auch einfach nicht. Das ist halt so, hey, aber ich check, was man daran nice findet. Auch ganz kurz sieht das Cover so von Bayern Wappen. Und oder sagt man auch Wappen, oder? Ich glaube schon. Allerhöchstens Titten strugglen mit dem Dirndl. Junge Hüpfer, bunte Flitzer. Pilates Milch sucht deinen Hundesitter. Baby dip it low, frische Nails, frische Toast. Mami ist nur Fitness Bowl, Sushi Maki, Crispy Rolls. Könnt nicht im Bar. Ja, okay, okay. Maria tragt den Sohn von Maria. Größer als ein Maßbier, größer als ein Klavier, größer als ein gottverdammtes Lebkuchenherz. Und Bitches werden atemlos wie beim Helene-Konzert, weil ich. Ich weiß nicht, Hook werde ich nicht warm mit. Da brauche ich. Ich brauche ein bisschen was anderes in der Hook. Keine Ahnung, aber ich weiß, it's a me problem. Also, it's a me problem, dass ich damit jetzt nicht so warm werde. Es liegt nicht daran, dass es irgendwie whatever ist, aber es ist einfach mein. Ich brauche halt in der Hook was Lauteres, Schnelleres vielleicht, ich weiß es nicht. Game wie Jürgen Klinsmann. Alle deine Lieblingsrapper würden featuren. Junge, du bist irgendniemand. Ich hinterlasse Schall, Rauch und Nebel. Irgendwo in Bayern wie das Salz auf der Brezel. Irgendwo in einer Lobby auf einem Samtsofa wartet eine Bitch auf mich, als wär ich Young Lothar. Trifft mich Maximilianstraße, Operngrill. Irgendeine Yogamilch bestellt sich was mit Sojamilch.
mitten auf der Straße steht. Ich finde aber bei Schöni so angenehm, wie er Sachen so krass bildlich beschreiben kann, dass man direkt wirklich einfach, man hat so ein klares, glasklares Bild im Kopf irgendwie von den Sachen, die er beschreibt. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie er da so langläuft und dann so diese eine mit dieser Sojamilch sieht und sich umdreht und sieht da was anderes, bam bam. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. In runde Tische, denn ein Familienhaus ist hier eine Hundehütte. Ah. OG, Goat-Status rum, Nigga. Und Deutschland kann ich fassen, wie ich Mutter picke. Oh, okay, also der Beat ist nur 1 plus. Und ich hab halt, ich muss sagen, ich hab halt die Zeilen teilweise sehr gefühlt. Also gerade so natürlich die FC Bayern-Zeilen habe ich irgendwie sehr gefühlt, weiß nicht. Ich glaube auch, auf einer dicken Anlage kommt das krass. Ich muss halt sagen, wie gesagt, ich komme mit dem Flow nicht so klar. Ich werde nicht so super warm mit dem Flow von Shindy. Und es tut mir auch leid so, weil ich weiß, es ist krass. Und ich kann es nicht so appreciaten, einfach weil ich es halt nicht so fühle, aber weil ich es einfach nicht so gerne mag. Keine Ahnung, wie ich es anders beschreiben soll. Ich bin halt einfach nicht so der Fan davon. Aber ich fand den Vibe sehr geil. Ich fand die Zeilen sehr krass. Und einfach overall diesen Bayern-Freestyle, man hat wirklich also dieses Bayerische, hört sich jetzt vielleicht auch dumm an, aber man hat so diesen Bayern-Vibe rausgespürt halt. Natürlich sehr viele Fußball-related Zeilen, aber auch overall irgendwie so diese, es hat sich auch ein bisschen angefühlt wie so, wenn Kolle so in so eine Rolle schlüpft bei diesen, boah, wie hieß das? Da, wo Kolle als Postbote gerappt hat, als so und so gerappt hat. Und jetzt hat Shindy so als in Bayern leben da gerappt irgendwie. Und ich weiß nicht, es war auf jeden Fall ein geiler Vibe. Und ich habe die Bayern-München-Zeilen in meinem Herzen, habe ich sie sehr gefühlt. Ansonsten, ich bin super, super gespannt aufs Album. Wir werden auf jeden Fall zusammen reinhören. Und vielleicht werde ich auch noch ein bisschen wärmer mit dem Flow. Ich kann aber für nichts garantieren. Ansonsten, Freunde, ey, lasst auf jeden Fall eure Meinung in den Kommentaren. Da habt ihr ähnliche Struggle wie ich mit dem Flow. Oder denkt ihr euch, du Dummkopf, warum kannst du das nicht so fühlen wie ich? Möglich ist es. Ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Tag, Freunde. Ich hoffe, ihr bleibt einfach alle so fresh und gut aussehend wie immer. Danke, dass ihr am Start seid. Wir sehen uns und ciao.